Charts Neuvorstellung. Unsere heutige Neuvorstellung, das sind Chickasaw. Die kommen aus Essen, die machen zum einen richtig gute Laune und zum anderen auch richtig gute Musik. Allerdings, das müssen wir auch zugeben, sind sie auch ein bisschen chaotisch. Ja, das musste unsere Ruhrcharts-Reporterin Nina Luges feststellen. Es ist gar nicht so leicht, diese Band für ein Interview zu bändigen. Der Song ist radiotauglich, da haben wir auch ein Musikvideo zu. Wieder Zimmer dran. Und es ist einfach voll schwer, in dieses Mikrofon zu reden. Was ist denn das für ein Mikrofon? Ey, normalerweise haben alle voll Angst und gehen voll weit weg. Ja, wir sind halt eine etwas andere Band und wir sind halt schon krass drauf. Ja gut, erstmal sortieren. Man wird ja auch nicht jeden Tag interviewt. Also nochmal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also der Max und ich, wir kommen aus zwei separaten Bands und wir haben uns dann bei einem Konzert, wo die beiden Bands zusammen aufgetreten sind, kennengelernt. Genau so war das. Der Nils war sofort sympathisch, der hat mir die Hand gereicht. Und als es dann mit den anderen Bands in die Brüche gegangen ist, haben wir aus den Trümmern eine neue Band gebaut. Boah, das hast du schön gesagt. Ja, das hat auch voll die romantische Stimmung hier im Studio. Das kann man ja schneiden. Nix da, wir bleiben romantisch. Chickasaw aus Essen sind vielleicht etwas chaotisch, aber die haben Bock auf die Musik und das soll auch das Publikum spüren. Nach dem Motto, wer keinen Spaß hat, kriegt Spaß verpasst. Wenn du auf ein Konzert von uns gehst oder einen Auftritt von uns siehst, dann merkst du, dass wir daran richtig viel Spaß haben und dass wir auch nicht eher von der Bühne gehen wollen, bis du genau die gleiche gute Stimmung hast wie wir. Wir möchten unbedingt, dass unsere positive Stimmung auf die Leute überschwappt. Genau. Und wenn wir denen das aufzwingen müssen. Ruhrcharts-Reporterin Nina Luges hat die chaotischste Band aus Essen getroffen und versucht sie zu bändigen. Wenn ihr Bock auf unbedingt Spaß habt, dann schaut sie euch einfach live an. Sie spielen unter anderem auf dem Olgersrock am kommenden Freitag, den 7. August und auf Essen Original. Aber erstmal reinwählen. Den Song Dog Days in die Ruhrcharts, Radio Essen und Radio Bochum.de. In the black